Grunde wie bei einer Pizza. Ach, schon wieder gewonnen. Das war jetzt mehr als Glück oder Talent. Ich spiele auch nicht mit gezinkten Karten, sondern mit einer neuen Funktion von 5G Standalone. Was wollen Menschen, wenn sie unterwegs Spiele zocken? Natürlich hohe Geschwindigkeiten, geringe Reaktionszeiten. So gewinne ich das Spiel. Das gilt auch für VR-Anwendungen, Augmented Reality in Echtzeit und natürlich Videocalls. All das wollen wir ermöglichen durch noch besseres 5G. Unser Netz ist schon heute bereit dafür. Für unsere Kundinnen und Kunden stellen wir das Next Level von 5G zur Verfügung ab der zweiten Jahreshälfte. Was euch dann erwartet, erfahrt ihr jetzt. Ganz wichtig, unser Mobilfunknetz besteht aus Antennen, auf Hausdächern oder an Autobahnen. Unsichtbar dagegen ist unser Kernnetz. Damit sind die Antennen verbunden und das Kernnetz überträgt die Signale weiter. Neu ist, unsere Antennen haben wir verbunden mit einem neuen Kernnetz. 5G SA, 5G Standalone. Übrigens, es wird oft auch gerne vermarktet als 5G Plus, wobei ein Plus alleine nicht hilft. Was es nämlich braucht, erstens Netzfeatures, zweitens passende Smartphones und Tablets und drittens ein Ökosystem, in dem alles zusammenkommt. Zum Beispiel müssen Spielehersteller diese Netzfeatures in ihren Servern einbauen. Alles zusammen schafft dann den Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden. Welche Netzfeatures bringen nun den Mehrwert für 5G SA? Da gibt es zum einen Network Slicing, also die Aufteilung des Netzes in kleine Scheiben. Im Grunde wie bei einer Pizza. Nur hier sind die Scheiben spezialisiert. Zum Beispiel auf stabile Bandbreite bei Live-TV-Übertragung. Seit letztem Jahr kommerziell erhältlich. Für Videospiele brauche ich zudem eine geringe Reaktionszeit, das sogenannte L4S-Feature. Und für Techies Low Latency, Low Loss, Scalable Throughput. L4S optimiert die Datenrate für die Anwendungen. Zusammen mit Network Slicing schafft es die perfekte Verbindung, selbst wenn ganz viele Menschen auf dichtem Raum online sind. Was ist euch wichtig? Immer das neueste Feature zuerst oder das Ganze erst, wenn die Kombination von Features echten Mehrwert bringt? Schreibt mir das doch in den Kommentaren. Bis zur nächsten Folge und bis dahin bleibt fit, neugierig und guter Dinge.